Hallo, ich habe mich gerade hier hingesetzt und habe mir meine schönen Blümchen hingestellt und meinen Tee gemacht und wollte mich gerade an die Monatsplanung für nächsten Monat machen und dachte, wir haben schon länger kein Plan With Me Video mehr gemacht, deswegen dachte ich, machen wir das heute. Wie immer der kleine Disclaimer am Anfang, wenn ihr Plan With Me Videos mögt, wo es vor allem um Sticker und Washi Tape und all diese schönen Sachen geht, dann seid ihr so ein bisschen falsch bei mir. Ich zeige euch am Ende auch, wie meine Wochenübersicht momentan aussieht, aber vor allem geht es um meine Zeitmanagement-Tipps, alles, was ich so gelernt habe und ausprobiert habe, was funktioniert hat und was vielleicht nicht so gut, damit ihr einfach jedes Mal rausgeht mit so ein bisschen Motivation und auch so ein bisschen einer Idee, was ihr noch verbessern könntet oder mal ausprobieren könntet. Momentan ist bei mir irgendwie eine ganz komische Zeit, weil ich einerseits ein relativ normales Arbeitspensum habe, habe ich das Gefühl. Es ist schon nicht wenig, aber auch nicht so viel, dass ich sage, wow, ich weiß nicht, wie ich das packen soll. Und gleichzeitig ist mein Kopf so voll mit allem Möglichen, weil ich Dinge beschlossen habe. Ich habe das auf Instagram schon ein bisschen erzählt und auch die Gründe dafür. Ich habe beschlossen, dass ich mir den Januar frei arbeite. Was bedeutet, dass ich eigentlich, wenn alles gut geht, Heiligabend fertig sein will mit allem, was zu tun ist und dann wirklich von Heiligabend bis Ende Januar frei habe. Das bedeutet Videos vorproduzieren, das bedeutet sehr viel Planung, das bedeutet Posts, das bedeutet meine Jobgeschichten und all die Sachen, die da so zu tun sind. Und dass ich sozusagen das Gröbste, das Größte, was eigentlich so jeden Tag anfällt, vorarbeite. Ja, das ist schon ein ganz schöner Akt, das alles vorzuplanen und vorzubereiten. Und es ist natürlich dann umso stressiger jetzt gerade dann bis Weihnachten. Aber andererseits haben wir auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass es nicht so gut ist, zu versuchen, auf Krampf kreativ zu sein. Und ich habe für nächstes Jahr was geplant, was ich sozusagen umsetzen möchte. Und dafür brauche ich ein bisschen Zeit und ein bisschen Ruhe und ein bisschen Kreativität. Und vor allem Zeit, um wirklich die Ruhe zu haben, mich irgendwo mal mit einem Kaffee hinzusetzen und einfach mal blöd durch die Gegend zu starren, um auf so einer Idee in Ruhe rumdenken zu können, ohne im Hinterkopf zu haben, okay, ich habe jetzt eine halbe Stunde, komm. Das funktioniert bei mir nicht so gut und ich habe einfach richtig Bock auf das Projekt, was ich geplant habe. Ich will es nicht zu sehr spoilern, aber es wird etwas sein, was ich komplett alleine mache, was ich ohne Firmen mache, ohne größere Unternehmen, sondern etwas, was ich komplett alleine umsetzen will. Das habe ich so noch nie gemacht und ich bin sehr gespannt. Ich plane natürlich immer noch mit meinem Schülerkalender. Ich finde den nach wie vor sehr, sehr schön von der Gestaltung her. Und viele Sachen, die ich mir so überlegt habe, funktionieren sehr gut. Und ich mag die Aufteilung nach wie vor. Das ist ja im Grunde die Aufteilung, die auch im Freigeist sein wird. Und ja, ich komme damit sehr gut klar und ich benutze nach wie vor auch sehr viele Klebezettel. Ich mache mir da kleine Checklisten drauf oder Sachen, die ich mir merken will oder Notizen oder irgendwas und habe die dann immer auch so verteilt im Kalender, je nachdem, wo ich sie gebrauchen kann. Das gibt mir zum einen die Chance, ein bisschen mehr Platz mir zu schaffen an den Stellen, wo ich es brauche und vor allem Dinge so von A nach B zu schieben. Zum Beispiel habe ich so ein Projekt, was ich wirklich jetzt bestimmt seit 3 Wochen mit mir rumschleppe und nein, es ist nicht Fensterputzen, obwohl das wäre sehr witzig. Projektfenster putzen. Nee, aber ich habe mir sozusagen einen Klebezettel gemacht mit so einer Checkliste drauf für dieses Projekt und ich merke, dass es mir sehr schwer fällt, das umzusetzen, weil es eine größere Sache ist und ich habe mir sozusagen auf dem Zettel so die ganzen einteiligen kleinen Schritte aufgeschrieben und das ist nichts, was ich in einer Woche realisieren kann, auch vielleicht nicht in einem Monat, sondern das ist was, an dem ich so kontinuierlich arbeiten muss und deswegen ist es super praktisch, das auf dem Klebezettel zu haben und einfach jede Woche wieder weiter zu kleben und trotzdem zu sehen, dass sich was bewegt. Das finde ich sehr, sehr schön. Das gibt mir sehr viel Freiheit irgendwie und lässt mich entspannter sein beim Arbeiten. Dann habe ich vor ein paar Monaten eigentlich schon was Neues für mich entdeckt, was ich aber erst so ein bisschen testen wollte, bevor ich euch was davon erzähle. Ich glaube, ich muss jetzt wieder Werbung oben in die Ecke packen. Ich werde nicht dafür bezahlt, aber ich finde das Ding wirklich gut, deswegen erzähle ich euch davon. Und zwar heißt das Notion. Das ist ein Programm, was ihr sowohl auf dem Desktop haben könnt, als auch sozusagen einfach in eurem Webbrowser benutzt. Das mache ich. Ihr könnt es auch aufs Handy laden, was ganz praktisch ist. Und damit kann man wunderbar sortieren und organisieren und planen und alles Mögliche. Man kann da verschiedene Dashboards anlegen, man kann Listen anlegen, Checklisten, man kann so sozusagen Boards anlegen, auf denen man Aufgaben verteilt und sozusagen Deadlines denen zuordnet. Ich habe meine Meeting Notes da drin, wenn ich mit irgendwem telefoniere und schnell was mitschreiben will. Ich kann ja immer schneller tippen als mit der Hand schreiben, deswegen ist das ganz praktisch, das kurz festzuhalten. Man hat Möglichkeiten, Bilder einzufügen, Sachen durch die Gegend zu schieben. Man kann so Monatsübersichten einfügen und da drin rumschreiben und rumziehen und so weiter. Und ich finde das eigentlich ganz praktisch. Für mich persönlich ist das wirklich ein reines Braindump. Da baller ich alles rein, was mir irgendwie in die Quere kommt. Für mich persönlich ist dieses Tool eigentlich ein komplettes Braindump. Ausgenommen die Rezepte, die habe ich da einfach reinkopiert, weil das dann mit den Zutaten einfacher ist, mit Mealplanning und so weiter. Aber insgesamt packe ich da wirklich einfach alles rein, was mir irgendwie in den Kopf kommt. Ideen, die so leicht in meinem Kopf rumschweben oder einfach Sachen, die ich mal festhalten will, Sachen, die man irgendwann mal machen könnte und solche Sachen. Ich habe auch meine YouTube-Checklisten da drin für Sachen wie Infobox, Links und so weiter. Aber es ist nichts, womit ich konkret plane. Es ist wirklich nur mein Braindump, wo ich Sachen reinballer und Videoplanung so ein bisschen mache. Aber insgesamt habe ich nach wie vor alles per Hand aufgeschrieben, einfach weil ich
damit besser denken kann. Ein Haken hat das ganze. Notion ist eigentlich kostenlos, solange ihr sozusagen in einer gewissen Listenanzahl bleibt. Wenn ihr mehr wollt oder auch mit anderen Leuten noch in diesem Programm arbeiten wollt, dann müsst ihr das bezahlen. Ich habe mich am Anfang total gesträubt und dachte, nee, ich benutze wirklich nur den Teil, den ich kostenlos benutzen kann, den Rest lasse ich. Aber ich habe mich so verliebt in dieses Programm, dass ich es jetzt wirklich gekauft habe für ein Jahr. Ich bin so schlecht mit Zahlen, aber ich glaube, es waren ungefähr $40 im Jahr, was ich absolut okay finde für ein Programm, was einem wirklich weiterhilft. Von daher, das nur so als kleine Empfehlung am Rande. Ich kriege immer wieder Kommentare von Leuten, die schreiben, Mensch, ich finde es so cool, dass du deinen Kalender so regelmäßig benutzt und dass dir so hilft. Ich fange auch immer an und bin mega motiviert, aber irgendwie halte ich es da nicht durch. Es gibt ein paar Gründe, warum so ein Kalender vielleicht funktioniert oder eben auch nicht funktioniert. Und ich dachte, ich teile die heute mal mit euch. Manche sind ziemlich offensichtlich, aber ich erwähne sie trotzdem, weil manchmal ist das Offensichtlichste das, was man nicht sieht. Also wundert euch nicht. Grund Nummer eins ist, dass ihr nicht regelmäßig euren Kalender befüllt. Das ist ziemlich offensichtlich. Wenn ihr aufhört, Dinge reinzuschreiben in euren Kalender, eure Ideen, eure Pläne, eure Checklisten, eure Ziele, was auch immer, werdet ihr aufhören, ihn zu benutzen, weil nichts mehr drinsteht, was ihr gebrauchen könnt. Punkt Nummer zwei ist, dass ihr zu viel von euren Planungsgeschichten auf zu viele Orte verteilt. Das heißt, am Ende geht es wieder darauf zurück, was ich immer wieder sage, ihr braucht einen Ort für alles. Ihr braucht einen Planer, der für euch funktioniert, ihr braucht eine App, die für euch funktioniert, ihr braucht eine Zettelwirtschaft, irgendwas, was für euch funktioniert. Aber es muss irgendwie alles an einem Ort sein. Von Geburtstagen bis hin zu Zielen, die ihr formuliert, bis hin zu Checklisten oder To-Do-Listen oder was auch immer ihr noch so gebrauchen könnt. Alles braucht ihr an einem Platz. Wenn es verteilt ist, verliert ihr die Übersicht. Jetzt könnte man natürlich sagen, hey, aber Ella, du benutzt auch Notion und deinen Kalender. Das ist ja dann auch so ein bisschen verteilt. Stimmt schon, aber vorher habe ich sozusagen auch erstmal so meine grundsätzlichen Ideen überall hingekrakelt und hatte so Zettel oder so kleine Notizhefte, die ich mit mir rumgeschleppt habe. Und irgendwie bin ich davon weggekommen und brauchte sozusagen für den Teil einen neuen, weil ich ungerne grobe Ideen in Massen einfach in den Kalender reinkrakel. Das habe ich früher gemacht, als ich noch einen Tageskalender benutzt habe. Also wenn ihr jemand seid, der das gerne im Kalender macht, empfehle ich euch wirklich auch einen Tageskalender. Aber momentan mit dem limitierteren Platz fühle ich mich wohler, wenn ich das einfach sozusagen auslagern kann und mit meinem Handy bedienen kann und überall Zugriff drauf habe und so weiter. Und dann, wenn ich mich ans richtige Planen mache und überlege, was steht nächste Woche an, diese Woche an, nächsten Monat an, heute, dann gucke ich da rein und überlege, was von den Ideen, die ich habe, kann ich umsetzen und integrieren. Also auch an der Stelle wäre ein schönes Beispiel dafür, dass auch das funktionieren kann. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist es nie eine gute Idee, wenn ihr einen Planer für eure Termine habt und einen Planer für eure Arbeitsgeschichten und einen Planer für euren Haushalt und dann überall noch To-Do-Listen. Da ist es einfach viel zu schwer, den Überblick zu behalten. Und ich kann absolut verstehen, dass ihr dann an einen Punkt kommt, wo ihr sagt, Alter, ich sehe nicht mehr durch. Punkt Nummer drei ist, ihr habt einen Planer, den ihr nicht schön findet oder einen Planer, der an sich für euch nicht funktioniert. Das sage ich ja auch immer wieder, der Grund, warum ich meinen Planer so ein bisschen gestalte, jetzt weniger inzwischen außen, mehr innen und mir so viel Gedanken mache darum, wie das aussehen soll, was ich für ein Farbkonzept da drin haben will und so weiter, ist einfach, dass ich merke, dass wenn so ein Kalender mir nicht gefällt, ich ihn einfach nicht benutze. Ich habe nur in den letzten Jahren immer wieder gemerkt, gerade bei solchen Tools wie dem Kalender, wenn es was ist, was ich nicht gern angucke, weil ich es nicht schön finde, was ich nicht gern benutze, weil es sich komisch anfühlt oder irgendwie blöd ist oder an irgendeiner Stelle nicht funktioniert, dann bleibt es einfach irgendwann in der Ecke liegen, weil ich keinen Bock mehr drauf habe. Und auch wenn wir uns das ungern eingestehen wollen, aber den meisten von uns geht es tatsächlich so, dass wenn wir einen Planer haben, der schön ist, der sich anfühlt wie unser Planer, wie unser persönlicher Assistent, dann benutzen wir ihn auch und dann haben wir Spaß daran. Dann freuen wir uns darauf, endlich wieder eine Planungssession zu haben und uns hinzusetzen und alles aufzuschreiben, was wir zu tun haben. Abgesehen von dem Äußeren ist es natürlich auch total wichtig, dass der Planer, den ihr habt oder dass die App, die ihr habt oder das Programm, das ihr benutzen wollt, wirklich für euch funktioniert. Und auch an der Stelle finde ich es immer super schwierig, sich einzugestehen, wenn was nicht funktioniert. Ich persönlich habe über Jahre versucht, mich digital zu organisieren, weil ich dachte, das machen alle und das ist eben cool und es ist ja auch total praktisch, wenn sich das alles synchronisiert und so weiter. Aber ich habe immer wieder gemerkt, dass so das Brainstormen wunderbar funktioniert, aber dass das richtige Planen irgendwie doch besser funktioniert, wenn ich es aufschreibe. Und es war gar nicht so einfach, sich das einzugestehen, weil ich dachte, ich bin damit voll allein und total oldschool. Jetzt weiß ich natürlich, dass da ein paar Leute mehr sind, die gerne sich mit Papierkalendern organisieren. Aber genauso ist es okay, wenn ihr sagt, boah, ich habe voll Bock, einen Papierkalender auszuprobieren und dann irgendwann feststellt, eigentlich bin ich mehr der digitale Organisierer. Wichtig ist nicht, dass ihr irgendjemandem eine Freude macht oder wie jemand plant, den ihr gut findet,
sondern wichtig ist, dass ihr für euch euer System findet. Und ganz, ganz, ganz wichtig, sage ich auch immer wieder, wenn ihr was gefunden habt, ein System gefunden habt, eine App, ein Programm, irgendwas gefunden habt, was funktioniert, bleibt dabei. Um Gottes Willen, bleibt dabei. Verändert nur was, wenn ihr wirklich merkt, ah, das läuft nicht mehr. Grund Nummer 4 dafür, dass man seinen Kalender nicht mehr benutzt, ist, dass man ihn nicht mehr irgendwohin mitnimmt. Ihr wisst ja, ich habe über Jahre einen Tageskalender benutzt, dicke Kalender, die ich natürlich auch noch dicker gemacht habe, indem ich da 1000 Sachen reingeklebt habe und so weiter. Und es hat mich nie gestört, ihn irgendwo mit hinzunehmen. Und erst als ich gemerkt habe, irgendwie funktioniert der Planer nicht mehr so richtig für mich und irgendwie bräuchte ich eigentlich was anderes, habe ich aufgehört, den Kalender mitzuschleppen. Immer mit der Begründung, ja, das ist mir zu schwer. Witzig war, dass mir 5, 6 Jahre vorher nicht zu schwer war. Plötzlich war er mir zu schwer. Und dann ist er zu Hause liegen geblieben und wenn ich irgendwo war und mich mit jemandem verabredet habe oder Informationen bekommen habe, landet das entweder im Handy oder auf irgendwelchen Klebezetteln oder auf irgendwelchen Schmierblättern, auf Rechnungen, auf Taschentüchern oder diesen Servietten, die man manchmal im Restaurant kriegt. Und ich muss euch wahrscheinlich nicht sagen, dass das absolute Chaos war. Und erst sozusagen, als ich dann wieder einen Kalender gefunden habe, der für mich funktioniert hat, habe ich wieder angefangen, ihn mitzunehmen und zack, schon bleibt auch alles dann genau da, wo es hingehört. Grund Nummer 5 ist auch wieder mega offensichtlich, aber glaube ich, kennen auch viele von euch, und zwar einfach nicht in den Planer zu gucken. Sich hinzusetzen, alles durchzuplanen, alle Listen zu machen, die Ziele aufzuschreiben und so weiter, genau zu wissen, was man jeden Tag machen muss und dann den Kalender hinzulegen und ihn einfach nicht zu benutzen über die Woche und am Ende der Woche zu denken, scheiße, ich habe schon wieder irgendwie nichts gebacken gekriegt, obwohl ich doch geplant habe. Ich glaube, da gibt es auch so ein paar Kandidaten unter euch, die das wahrscheinlich kennen. Ich kenne das auf jeden Fall auch. Und das ist natürlich auch so eine Sache, die man sich angewöhnen muss. Wenn ihr vorher nie Papierkalender benutzt habt und plötzlich habt ihr einen, ist es natürlich was anderes, als wenn euer Handy euch ständig anbimmelt und sagt, hier, hallo, Notifikation, du musst das und das machen. So ein Kalender macht das nicht, da müsst ihr selber reingucken. Ich persönlich musste mir das auch tatsächlich richtig antrainieren, weil einem das schnell mal so geht, dass man einfach nicht raufguckt und denkt, ich weiß ja ungefähr, was ich machen muss. Ich habe es für mich einfach so gelöst, dass immer, wenn ich abends sozusagen fertig bin mit der Arbeit, dann alles wegräume, alles schön mache, sauber mache, den Laptop zuklappe. Und obendrauf lege ich meinen Kalender, und zwar offen, damit ich genau sehe, alles klar, das ist die Woche. Und wenn ich mich ransetze an meinen Schreibtisch morgens mit meinem Kaffee oder Tee oder was auch immer, nehme ich mir bestimmt 5 bis 10 Minuten, um in Ruhe nochmal durchzulesen, was steht eigentlich alles an. Und auch so diese 5 bis 10 Minuten sind so die Ruhe vor dem Sturm. Man neigt ja eigentlich auch dazu, sich ranzusetzen und sofort alles, okay, ich mache jetzt sofort das und das. Ich glaube, es ist immer besser, ein bisschen klüger vorzugehen und sich einmal kurz zu überlegen, okay, was sind meine 5, 6 Aufgaben für heute? Was muss ich wirklich zuallererst gemacht haben? Meinetwegen auch nochmal markieren, das sind die 3 Prioritäten oder so. Oder sich zu überlegen, in welcher Reihenfolge ist das jetzt sinnvoll? Ich fange persönlich immer mit den Sachen an, die ich ätzend finde und von denen ich auch ein bisschen Schiss habe. Irgendwelche Anrufe oder E-Mails, vor denen man ein bisschen Schiss hat. Das mache ich immer zuerst, dann weiß ich, okay, das Schlimmste ist hinter mir. Es hilft so sehr, sich diese 5 Minuten zu nehmen und einfach mal kurz zu fokussieren, worauf kommt es an, was muss ich heute wirklich machen? Und dann ist man auch einfach so ein bisschen mehr dran. Und dabei hilft es total, wenn man seinen Kalender einfach da liegen hat und immer wieder abstreichen kann und ja. Ich zeige euch ja jetzt eigentlich jedes Mal am Ende vom Plan With Me Video, wie meine Wochenübersicht aussieht. Und eigentlich hat die sich nicht viel verändert im Oktober. Ich habe eigentlich komplett, eigentlich im September auch schon. Ich male seit Wochen eigentlich die gleiche Wochenübersicht in meinen Kalender und ich finde sie immer noch sehr schön. Ich bin aber froh, dass ich mir das jederzeit anders überlegen kann. Aber ich zeige euch natürlich jetzt mal, wie die momentan bei mir aussieht. Ich liebe momentan klare Linien, klare abgeschlossene Bereiche sozusagen. Deswegen stehe ich momentan total drauf, meine Woche so richtig in Kästchen einzuteilen. Jeder Tag hat sein eigenes Kästchen und es ist alles klar abgeteilt und so weiter. Es gibt auch Wochen, da stehe ich total drauf, wenn das einfach alles ineinander übergeht. Aber momentan mag ich das sehr, sehr gerne und deswegen mache ich mir das so zurecht. Die Seitenspalten benutze ich eigentlich immer anders. Mal plane ich da meine Instagram-Posts, mal habe ich da die YouTube-Videos aufgelistet, mal habe ich irgendwelche Projektschritte für größere Sachen dort aufgelistet, je nachdem. Wenn ich mir nicht sicher bin, ob das ein Projekt ist, was ich tatsächlich in diesem Monat noch fertig mache, dann mache ich mir das auf Klebezettel und schneide mir die so ein bisschen zurecht, damit ich die von A nach B bewegen kann. Habe ich auch eine Weile gemacht mit einer größeren Sache und das funktioniert für mich sehr gut und ich mag es sehr gerne. So ganz klare, klassische schwarz-weiß Sachen finde ich sehr gut. Und da haben wir es auch schon. Wenn ihr noch Fragen habt oder irgendwelche Dinge, die ihr euch wünschen würdet für ein Plan With Me Video, schreibt mir das gerne in die Kommentare und ansonsten fröhliches Plan, passt auf euch auf und wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Bis dann, tschüss!